Also die deutsche Sprache ist ja in einem etwas beklagenswerten Zustand heute. Und jeder, der ein Wort sucht für irgendetwas Neues, eine Sportart, eine Idee, eine Mode, einen Tanz, was auch immer es sei, ein Produkt, ja, der wird es in Englisch nach Möglichkeit sagen und nicht in Deutsch, weil wenn es in Deutsch sagt, hat er schon ein bisschen verloren, höchstwahrscheinlich. Und in diesem Zeitalter leben wir jetzt, dass wir kaum noch mal deutsche neue Wörter prägen, leider. Was heißt leider? Es ist halt so, ja, wir sagen es in Englisch. Und auf dem Weg sollten wir weitermachen. Ja. Das ist, die deutsche Sprache ist wie ein heruntergewirtschaftetes Wirtschaftsunternehmen. Ja. Da hilft nur eins, Lean Management und konsequentes Outsourcing. Ja. Warum etwas in Deutsch sagen, wenn man es in Englisch viel besser sagen kann? Und zum Beispiel Berufe, die keinen besonders guten Klang haben sozusagen, kann man durch eine englische Benennung wunderbar aufwerten. Ja? Sozusagen den Gehalt der Berufe, wenn man schon das Gehalt nicht aufbessern kann. Um ein Beispiel zu sagen, also Putzfrau, Dust Controller. Oder Müllwerker, Garbage Removal Executive, oder Toilettenperson, Human Need Service Provider, klingt wirklich viel besser, ja? Wir sind da auf einem guten Weg, es wird ja auch kein Mensch auf die Idee kommen, einen von den vielen schönen englischen Begriffen, die wir im Sprachgebrauch haben, schon seit Jahrzehnten zum Teil, ja, und das zurück ins Deutsche zu übersetzen, zum Beispiel statt Babysitting, Säuglingshocken zu sagen. Auf die Idee kommt kein Mensch. Ja, oder statt Jackpot, Jakobstopf. Oder statt Public Viewing, Rudelglotzen. Ja, also wir sind da auf einem sehr guten Weg und sollten da weitermachen.